Wir haben heute eine wirklich, glaube ich, perfekte englische Woche für uns, die so nicht zu erwarten war. Mit einem tollen Sieg nochmal zu Ende gebracht. Dreimal gewonnen, 3x zu 0. Wirklich gut, ne? Aber hier gleich auch an der Stelle Warnung, ne? Sind nur Schritte gegangen. Wir sind noch längst nicht über dem Berg. Heute haben viele Dinge wirklich nicht gut funktioniert. Man hat ja auch das Gefühl, wir können noch 3 Stunden spielen, es passiert kein Tor. Wann hatten wir das in der Saison schon mal zu Hause? Und deswegen gilt es da schon, eine Schippe draufzulegen und konsequenter, zielstrebiger zu werden wieder. Ja, es ist nicht getan, in Schönheit hier jetzt zu sterben. Ich glaube, es ist uns heute gut gelungen, die extremen Stärken des Gegners nicht aufflackern zu lassen. Das heißt, Pressing-Situationen zu vermeiden, aus denen sie mit viel Tempo nach vorne kommen können. Spielaufbau haben wir sehr kompromisslos gespielt. Genau das, was wir wollten, dass wir nicht in die Pressing-Fallen auch des Gegners reintappen. Das hat die Mannschaft heute wirklich schnörkellos und sehr kompromisslos gemacht. Und deswegen war das der Schlüssel zum Erfolg letzten Endes. Wir hatten eine Chance zu Beginn, das Tor nicht gemacht und dann wurde der Gegner, der sehr gut gespielt hat, sehr gut verteidigt hat, der uns wenig Räume gelassen hat, wenig Umschaltsituationen ermöglicht hat, belohnt bei 2 Standardsituationen, wo wir nicht gut verteidigen. Sehr sorglos, so wie wir es eigentlich in der Saison noch nie gemacht haben. Wir haben, glaube ich, ein Tor bisher aus Standards bekommen und dass das dann in dem Spiel so passiert, in dieser Wucht dann auch kommt, das war so nicht zu erwarten. Wir haben den Ball heute genau an die Position geschlagen, wo er hin muss, und haben ihn mit voller Wucht in die Bälle rein. Und Standards ist immer ein Stück weit auch Glück. Da kannst du auch sagen, was du willst. Da musst du auch immer in dem Moment gerade die paar Zentimeter, dass du da hinkommst, müssen dann reichen. Und dann manchmal hast du das Glück auf deiner Seite und manchmal nicht. Wir waren schon oft knapp dran, aus einer Standardsituation ein Tor zu erzielen. Und heute, dass es dann 2 auf einmal sind, umso besser. Aber wir haben jetzt das nicht besonders intensiviert in dieser Woche.